Electrif.net, der Branchendienst für Elektromobilität, powered by CMS Hasche Siegle. Das BMW-Kult-Auto kehrt zurück. Natürlich elektrisch, versteht sich. 2,5 Jahre nach dem Start des Projekts hat Micromobility Systems jetzt in der Schweiz das von der Isetta abgeleitete Mini-Elektroauto Microlino als erstes Vorserienprodukt schon einmal gezeigt. Momentan werden die letzten Anpassungen gemacht und die Homologation durchgeführt, sodass die Produktion bald gestartet werden kann. Hierzu hat man sich den italienischen Kooperationspartner Tazzari ins Boot geholt. Der italienische Joint Venture Partner ist bereits bekannt durch seinen Kleinstwagen Zero. Die ersten Probefahrten werden dann noch in diesem Frühling im Flagship Store in Zürich angeboten. Bis jetzt hat das Unternehmen über 4600 Reservierungen. Die ersten Fahrzeuge werden bereits zwischen Frühling und Sommer produziert und an die Kunden ausgeliefert. Als Servicepartner konnte man Bosch Car Service aus der Schweiz, die an über 70 Standorten agieren, gewinnen. Kommen wir nun aber zu den Details. 2 Personen finden in einem kurzen Elektrostadtflitzer Platz. Interessant ist, dass der Einstieg wie beim Vorbild durch die Frontklappe erfolgt. Das Kofferraumvolumen beziffert der Hersteller auf 300 Liter. Oder besser gesagt, bietet genügend Platz für 4 Kisten Bier. Und Micro Mobility Systems hat sich noch ein kleines Highlight überlegt, denn im Kofferraum ist zusätzlich noch der Micro Tretroller integriert. Damit soll die letzte Meile vom Parkplatz zum Ziel zurückgelegt werden können. Und dank seiner geringen Größe kann er übrigens auch quer parken. Heißt im Klartext, vorwärts einparken, Klappe auf und direkt auf dem Bürgersteig aussteigen. Das Leergewicht liegt bei 510 Kilogramm inklusive Batterie. Angetrieben wird der Microlino von einem 15 kW starken E-Motor mit einem Drehmoment von 110 Newtonmeter. Die Höchstgeschwindigkeit liegt bei 90 km/h. Den Sprint von 0 auf 50 km/h soll er also in gut 5 Sekunden schaffen. Micromobility Systems bietet den kleinen Stadtflitzer mit 2 Batteriegrößen an. Mit der 8 Kilowattstunden großen Batterie soll eine Reichweite von bis zu 120 km möglich sein. Die größere Batterie mit 14,4 Kilowattstunden bietet eine Reichweite von bis zu 215 km. Aufgeladen werden kann der Microlino entweder an Typ 2 an einer Ladestation, wofür bei der kleinen Batterie 1 Stunde benötigt, bei der größeren 2 Stunden, oder über eine Haushaltssteckdose, wofür die kleinere Batterie 4 Stunden benötigt bzw. die größere 6 Stunden. Zum Schluss sei noch gesagt, dass der Microlino in 7 Farben erhältlich ist. Und der Basispreis startet bei 12.000 Euro.